So ein Beispiel zum, ups, ein Beispiel zum Weil-Ra-Auktionator. Um ein Beispiel durchrechnen zu können, brauchen wir Informationen über die Angebots- und Nachfragefunktion. Die Angebotsfunktionen sehen so aus. XA ist die Menge, die angeboten wird in Abhängigkeit von Preis. Und das sieht nämlich so aus: 20 mal den Preis minus 200 ist die Angebotsfunktion. Und Sie sehen, ja, je höher der Preis, desto mehr wird angeboten. Macht irgendwie Sinn. Natürlich muss das beschränkt sein auf einen bestimmten Bereich, weil wir sonst Verluste haben oder eine negative Menge hätten. Und genauso ist eine Nachfragefunktion definiert, also die Menge, die nachgefragt wird bei einem bestimmten Preis. Das ist dann 1000 minus 10 mal P. Und ganz natürlich muss so eine Nachfragefunktion negativ abhängen vom Preis. Je höher also der Preis, desto weniger wird nachgefragt. Und auch hier haben wir einen bestimmten Bereich definiert, einfach nur um negative Mengen auszuschließen. Das ist alles nicht so wichtig, die Einschränkung hier. Wie sieht es jetzt genau aus in der Weil-Ra-Auktion? Erstmal vorab wichtig: Der Auktionator kennt diese Angebots- und Nachfragefunktion nicht. Ruft ganz zufällig einen Preis aus. Okay? Sagen wir mal, in der ersten Runde fängt er an, er rät und sagt, P ist 75. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich eine Nachfrage von 1300. Das können Sie selber einsetzen und rauskriegen. Und ein Angebot von 250. Wir haben also einen starken Nachfrage. Das habe ich jetzt falsch rumgeschrieben. So. Natürlich, wenn Sie es eingesetzt haben, kommen Sie darauf, dass die Nachfrage 250 beträgt und das Angebot 1300. Will also heißen, wir haben einen Angebotsüberhang, also ein mehr Angebot als Nachfrage. Der Markt ist quasi überschwemmt. Okay, das kann kein Marktgleichgewicht sein. Auch obwohl der Auktionator die einzelnen Funktionen XA und XN nicht kennt, kann er vermuten, dass er, wenn er jetzt den Preis niedriger setzt, dass die Nachfrage da ein bisschen größer wäre. Also probiert das in der zweiten Runde, zum Beispiel mit einem Preis von 50. Da hat er dann eine Nachfrage von 500 und ein Angebot von 800. Okay, Sie sehen immer noch einen Angebotsüberhang, aber nicht mehr ganz so groß. Also versucht er es jetzt noch weiter zu senken. Sie sehen, entweder er ruft die Preise zufällig aus oder er versucht sich irgendwie anzunähern. Preis von 25. Versucht das jetzt mal. Dann haben wir eine Nachfrage von 750 und ein Angebot von jetzt 300. Okay, das heißt, jetzt haben wir auf einmal einen Nachfrageüberschuss. Es wird mehr nachgefragt. Es würde mehr nachgefragt als angeboten. Ganz wichtig, würde, nicht wird. Das sind einfach nur. Der Auktionator sagt den Preis in dieser Runde und die Angebotsseite und die Nachfrageseite sagen, wie viel sie denn nachfragen und anbieten würden. Okay? Und das macht der Auktionator einfach so lange, bis es ein Marktgleichgewicht gibt. Okay? Und das macht der Auktionator immer weiter, experimentiert irgendwann immer weiter, bis er dann in Runde irgendwas, X, nee, X ist schlecht, Runde Z kommt er dann drauf. Dass bei einem Preis von 40 hat er eine Nachfrage von 600 und auch ein Angebot von 600. Und das bedeutet, der Markt ist im Gleichgewicht, weil das, was angeboten wird, gerade auch nachgefragt wird. Okay? Und der Punkt ist eben nicht, dass das irgendwie ein besonders realistischer Mechanismus hier wäre. Das trifft fast nie in der Realität zu. Sondern der Punkt ist zu zeigen, dass es einen dezentralen Mechanismus gibt, über den ein Markt funktionieren kann, ins Gleichgewicht kommen kann. Okay? Das ist einfach der einzige Zweck dieses Beispiel, dieser Weil-Ra-Auktion, das zu zeigen, dass man dezentral es schaffen kann, einen Markt ins Gleichgewicht zu bringen.